Ich bin ein Roboter. Ich werde euch alle vernichten. Und ich kratze mich am Kopf. Kriegst ein russisches Mädchen. Kleber Wodka. So, wir haben jetzt diesen Bereich schon sehr ausgiebig erforscht. Ich würde vielleicht mal schauen, wo gehen wir am besten hin, weil das hier oben ist alles nicht wirklich ergiebig für uns. Von mir aus gesehen, nach Osten ist eigentlich noch eine sehr große Landmasse, die wir mal in Erforschung bringen könnten. Verdächtig aussehende Erdhaufen. Untersuche Tierfährte. Lebensform erkannt. Aber das ist etwas für die nächste Tagesaktion. Feuergrube! hol dir mal was zu essen. Ich hol mir den Samen hier mal. Da, rechts oben. Das, oh. Bärenstrauch, hier. Achso, ja, stimmt, du hattest es ja gedreht, weil ich drehe mir das jetzt auch einfach mal so. Das ist ja sonst verwirrend. Auf jeden Fall ist das sonst verwirrend. Ende der Spur. So, lass mich gerade mal was gucken. Es gibt im Normalfall einen kleinen Rucksack, den man sich mit der Wissenschaftsstation craften kann. Ich suche mal gerade, wo der ist. Der erweitert dann nämlich ein bisschen das Inventar. Gruselig. Hier ist eine Hand. Wieso ist hier eine Hand? Geh weg. Ey, der hat uns Feuer geklaut. Schweinerei. Gut, hier oben ist noch ein Bärenstrauch für dich und hier eine Blume für mich. Und ein paar Samen für mich. Sehr schön. Yum, 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 yum. Das ist halt das Schöne am Roboter, der nimmt sich einfach irgendwas. Ah, ja. Dafür muss ich halt immer schön brav meinen Strohhut dabei haben, denn es wird bald vielleicht wieder regnen. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ja, das haben wir ja bisher noch nicht gesehen. Doch, wie es doch, regnet. In der, ich glaube, ersten oder zweiten Folge hat es mal geregnet oder war. Ja, oder hatte ich das in der Solo-Sitzung mal ausprobiert? Ich weiß es gar nicht. Es hat bis jetzt hier noch wirklich nicht geregnet. Schande über mein Haupt, ich erzähle Quatsch. Und ich bin noch nicht mal ein Comedy-Sender. So, Zweige habe ich en masse, das ist gut. Von mir aus gesehen gehe ich jetzt gerade nach Osten. Okay. An so einem Weg entlang. Jetzt mal gerade wieder ein Stück runter, glaube ich. Und hier ist ein Bärenstrauch, den werde ich mir mal plündern. So, gubbel, gubbel. Hier ist schon wieder ein Schweinestall. Alraune. Wow, die Alraune gibt ja verflucht viel und ich bin gestorben. Nee, ich bin eingeschlafen. Bin jetzt wieder beim Portal. Okay. Mist. Schade, dass ich dich auf der Karte nicht sehen kann. Warte mal, vom Ursprungsportal bin ich komplett östlich. Komplett östlich. Nach meiner Kameraausrichtung. Gibt dir leider nicht wie in Minecraft ein Koordinatensystem, sonst hätte ich dir das jetzt gesagt. Ah. Machen wir das. Merke man sich, Alraun nur dann essen, wenn man wirklich keine andere Wahl hat. Auch als Roboter ist das Blödsinn. Oh, ich habe nur noch 6 Leben, wie kann das sein? Okay. Ich habe eigentlich immer darauf geachtet, dass ich so Hälfte Hunger voll bin. Und Psyche ist dümpelt halt noch bei 50 rum. Das dürfte aber da kein Problem haben. Soll ich mal gerade zurückkommen? Okay, hier sind Truthahn. Kaka. Hier ist. Oh, sehr schön. Die nehme ich gerade mal mit. Sofern. Also ich bin jetzt gerade an so einer Marmorsäule.
Säule oder an so einem runden Etwas? So einem Marmorklumpen hieß das, glaube ich. Nicht Klumpen in dem Sinne, sondern mit Skulpturen. Und hier ist auch eine Leiche. Wie erkläre ich das am besten? Du müsstest es auf der Karte sehen, weil da sind diese Marmorfiguren drauf. Okay, ich schaue. Du müsstest auf jeden Fall auf der Karte, wenn du etwas reinzoomst, auch das Wurmloch sehen. Und östlich davon sind dann solche weißen Figürchen, nenne ich das jetzt einfach mal. Ah, ich glaube, ich da unten müsstest du sein, da war ich noch nicht. Okay. Ich muss erstmal noch da unten jetzt. Laufe ich denn richtig? Ja. Also entweder laufe ich jetzt komplett richtig oder ich laufe falsch und meint der, ich schau mal. Also ich laufe jetzt erstmal zum Wurmloch und danach östlich. Ich habe schon mal eine Feuergrube gemacht. Okay. Hier ist wieder der Tisch mit den Rosen. Tisch mit den Rosen. Vom Ursprungsportal aus bin ich nördlich, falls dir das irgendwie weiterhilft. Das Ursprungsportal ist das Symbol mit diesem schwarzen Wirbel. Ja, das weiß ich. Da waren wir ja schon. Vielleicht da in dem Fleck, schwarzen Fleck, wo ich noch gar nicht drin war. Würde zumindest mehr Sinn ergeben. Glaube, ich mache mir erstmal eine Fackel. Solltest du besser. Wobei du sie noch nicht bitte ausrüstest, weil die ansonsten schon direkt ihre Wirksamkeit verliert. genau. Oh, jetzt muss ich hier Ich habe eben links. eine Falle gefunden, damit können wir einen Die Wolpertinger habe ich fangen. aufgestellt. Ich hatte eine Falle aufgestellt bei Schachfiguren, irgendwie, also bei so Ja, einem. genau, da bin ich. War ich da ja doch schon. Hier ist das Papier, das ich mal gefunden hatte, was ich nicht aufheben konnte, weil ich keinen Platz hatte. Das mache ich jetzt mal. Dann müsste ich ja eigentlich gleich da sein. Denke ich. Theoretisch. Ich sehe bis jetzt noch nicht das Symbol, dass du irgendwie wieder da bist. Ist natürlich sehr interessantes Material jetzt gerade, aber wir müssen Ja. uns nachts natürlich selbst finden, sonst kommen wir hier in Teufelsküche. So, hier ist ja gar nichts. Was ist das denn gewesen? Habe ich denn die Genau, Falle auf? die Falle habe ich wieder aufgesammelt, weil die müssen wir über solche Löcher, wo die Viecher auch reinrennen, drüber legen, weil nur dann lösen die aus. Okay. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich die Falle gesetzt hatte. Ich mache mir jetzt erstmal ein Lagerfeuer. Sonst habe ich gleich. Bin gleich auch tot. Dann werde ich mal. Meine Axt habe ich schon. Kurz eben einen Baum fällen. Habe ich Bitte. eben schon gemacht. Okay. Dann kann ich jetzt wenigstens die Zeit nutzen und in Rom mal schauen. Also du müsstest es auf jeden Fall auf der Karte sehen mit so weißen Ach, Figuren. da ist es. Bist am Arsch der Welt, oder? Nee, ich bin nur auf der anderen Seite von der Klippe. Ich muss noch einmal rumlaufen. Ah, sehr schön. Die Nacht ist auch gleich vorbei. Da sind noch Samen, die kann ich auf und essen. Ein Maulwurf. So, dann will ich mal los. Ich
stirbe durch die Felder. Es ist so wunderschön. Okay, warte mal. Wo ist hier? Ich will Blumen. Blumen, 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 Blumen. Wo sind Blumen? Was sind da sind Blumen. Was war los? Ich will es wissen. Jetzt sofort. Du wirst es gleich sehen. Hui! Komische Geräusche. Wir haben uns wieder gefunden. Ja, und zum Feier des Tages habe ich ein kleines. Ja, wir haben schon wieder ein Geschenk. Ich habe schon wieder ein Geschenk bekommen. Ja, aber es ist richtig toll. Yay, ich habe ein Windrad. Olle. Willst du auch mal? Nein, danke. Entschuldigung, ich konnte gerade nicht anders, als ich das gesehen hatte. Ja, ich würde sagen, weiter nach Osten, aber erstmal, ja, Bäume fällen. So, idealerweise 10 oder 15 Baumstämme wären schon insgesamt gut, dass wir da für die nächste Nacht gut aufgestellt sind. Ja, wobei wir vielleicht schon mal ein Zwischenlager in Angriff nehmen sollten, irgendwo in der Ecke. Finde ich gut. Damit wir auch Kisten schon mal hinstellen können und den Schwachsinn aus dem Inventar kriegen. Ich habe Marmor, den ich gerne behalten möchte, aber der blockiert mir halt das Inventar. Ja, aber ich konnte gerade eben nicht anders. Ui. Was macht denn das Windrad? Erholt es dich? Gar nichts. Es macht, glaube ich, ein bisschen die Sanity, aber mir auch nicht. Dass du halt so in Gänsefüßchen deinen Gedanken so mal auf andere Gedanken kommst. Ah. So, hier oben war noch was zu essen für dich, falls du was brauchst. Hier sind nämlich noch 3 Karotten auf dem Boden. Okay, die nehme ich gerne mit. Und da hinten ist ein Spinnenteil. Ich werde es mal wagen. Okay. Waffel. Das Inventar leer machen. Moment. So, dieses komische Fleisch können wir übrigens am Grill kochen. Okay. Oh, es regnet. Und es essen. Chocolate Log Cake. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das essen will. Und ich habe meine Mütze auf. Eat this rain. Die Seide sollten wir mitnehmen. Ich glaube, damit können wir was machen. Hast du noch Kann Platz im Inventar? Nein, leider nicht. Das ist natürlich toll. Wie viel Hunger hast du noch? Ich bin bei 44. Erstmal gerade die Möhren, dann habe ich Platz und habe auch den Hunger etwas besiegt. Könnte einen Kompass bauen, was würde uns das bringen? Der Kompass zeigt entweder zu dem letzten Lagerfeuer oder Spawnpunkt, den du gesetzt hast, oder zum Originalspawn zurück. Übrigens, okay. Da ist eine Kröte, die sollten wir meiden. Die klaut uns nämlich Items. Und das nicht gerade wenig. Moment, so rum. Ah, wir haben noch nicht einen Kackehaufen gefunden und sind bei Tag 7. Das ist doch Mist! Schön wär's, wenn das so wäre. Ich lasse mal die Pinecrones hier und nochmal. Ah, Kretter mit. Agelax. Dann lass ich. Okay, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter nach Osten wieder. Okay. Hier ist ein großer Baum. Die Asche kann ich da lassen. Ja, die Asche brauchen wir im Moment noch nicht. Ja, dafür habe ich jetzt die geschliffenen Steine mal mitgenommen. Okay, hier ist schon wieder Schweinehäusler. Die Welt hier ist gerade extrem ergiebig mit Sachen, die ich nicht brauche.
Komm mal wieder zu dir zurück, damit wir zusammenbleiben. Gut, dann gehe ich wieder nach unten. Na, hier ist ein Weg, beziehungsweise ein riesengroßes X. Ja, hier ist ein Weg. Den laufe ich mal X, entlang. dann X marks the bist way. Was du ist uns eigentlich das? gleich treffen. Ach nee, du bist nach unten gegangen, dann laufe ich jetzt auch nach unten. Hör dich. Ich glaube, das ist eine Grinse, Katze. Katze. Sieht eher aus wie ein Waschbär. Obwohl, ne, ein Waschbär hat nicht so einen Schwanz. Frage mich, ob sie auch Jut. einen Zwilling hat, wie ich. Ja. Gut. Dann würde ich mal nach hier oben gehen. Dem Weg mal entlang. Vielleicht haben wir ja Glück und er führt uns irgendwie nach Haus. Was ist denn das Symbol mit einem Wassertropfen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ach man, so wenig Platz. Ich kann die Beeren nicht aufheben. Kammerstatue, Pamphlet. So, das Papier kommt weg. Was hat das jetzt gebracht? Ich habe eine Panflöte gespielt. Super. Super. Beeren. Gehe zu Schweinekönig. Was? Schweinekönig? Wo? Hier oben. Muss ich sehen. Moment, ich muss nur eben Beeren essen. Nacht, Nacht, Nacht. Ja, ich habe eine Fackel. Lagerfeuer. Gott sei Dank habe ich noch eine Fackel gehabt. Heieieiei. Holz habe ich. Okay, das machst du. Schweinekönig schläft. Er ruft nach mir. Dein Charakter ist echt Psycho. Er ist kalt und schwarz, so wie meine Seele. So, warte mal. Das kann ich bauen. Ich könnte eine Wissenschaftsmaschine bauen, das bringt nichts. Gekochtes Monsterfleisch. Ach, der Kompass zeigt immer nach Norden. Oh, das hilft doch, um sich zu orientieren. Oh, du solltest dich hier oben mal gütlich tun. Wo? Wo ich stehe. Okay. Du weißt, was zu tun ist. Ach so. Ja, Du kannst mir notfalls was geben. hier, ich gebe dir Steine. Davon wirst du Sind sicherlich welche haben. eingesammelt. Yum, yeah, Steine, lecker. Nur die bringen dir mehr als mir. Das sind Samen, die kannst du ja nehmen. Das ist meine Intention. Da oben bei dem Schweinemann sind auch noch Samen. Ah, nee, die hat er jetzt gegessen. Aufgesammelt vielmehr. Töten, wir müssen ihn töten. Blumenblätter. Hier ist noch eine Karotte, die kannst du einsammeln. Okay. Stehe ich gerade daneben für deine Navigationssinne. Folge einfach nur deinem Icon. Deswegen bin ich ja stehen geblieben, weil wenn wir zu weit voneinander weg sind, ist das Icon auch futsch. So, ich zoome gerade mal raus. Okay, hier unten ist schon wieder so ein Waschbär. Haha, ich habe gerade die Katze erledigt. Dieser Baum ist gruselig. Ich wette, er mag Halloween. Ich habe gerade Katzenfleisch gegessen. Nett. Ja. Das hatte ich eigentlich nicht vor, aber es hat doch trotzdem Mörder. irgendwie gemacht. Mörder. Hast du noch Blumenblätter? Nee, ich hatte mein Inventar voll, aber hier sind ja überall ein paar.
Dann lass mich die gerade mal sammeln. Ich brauche nämlich einen neuen Blumenkranz. Der hat Haltbarkeit, wie du Oh ja, vielleicht stimmt, meiner ist auch festgestellt weg. haben dürftest. Kannst es fallen lassen, ich nehme es auf. Ja, ich merke gerade, wieso habe ich wieder keinen Platz? Das sind Samen. Ja, ich hole sie mir. Sehr schön gemacht. Ein wunderschönes Lied. Noch eine Möhre. Die Katze wird nie wiederkommen. Oh, ich dachte, ich hätte Pilz gehabt. Esse ich den Noch eine einfach? Blume. Ich brauche noch drei. Dann kann ich mir einen neuen Kranz. Huch! Oh! Oh. Oh. Gut, wir sind nicht weit davon entfernt. Wir gehen gleich mal kurz zurück. Das ist jetzt natürlich blöde, dass wir hier. Lass mich gerade mal hier ein temporäres Lager aufschlagen, damit ich eine Kiste bauen kann. Ja. Wo war denn das? Haben wir das überhaupt? Doch, doch, das Ursprungsportal. Ach so, da wolltest du hin. Das kann jetzt einen Moment dauern, bis ich das hier alles gemacht habe. Bleib einfach mal kurz das Problem jetzt aus und wenn es nicht klappt, außer Spesen nichts gewesen. Ist jetzt aber blöd gewesen, dass der Pilz mich getötet hat. Damit habe ich nicht gerechnet. Die anderen roten Pilze haben mich auch nicht instant gekillt. Obwohl, vielleicht lag es daran, dass ich sowieso nur noch so wenig Leben hatte. Das ist gut und gerne möglich. Verdammtes Inventar. Magic, eine Truhe. Immer ein bisschen nach Westen schauen, ob da noch irgendwas Interessantes Beziehungsweise du ist. kannst es gerne mal versuchen. Du müsstest es auf der Karte ja sehen als dieses eine Symbol mit diesem schwarzen Spiral, dass du da einfach mal hingehst und schaust, ob du dich da wiederbeleben kannst. Dann ist. Und dann kannst Ach, du ja da. dann wieder hierhin zurückkommen, sollte es geklappt haben. Ansonsten müssen wir halt was anderes schauen. Mal gucken, was ich jetzt schon wieder gekriegt habe. Schuhe! Tada! Und dann auch noch Stahlschuhe. In die Waschbärkatze begeistern. So, ich habe alles so halbwegs irgendwie aufgesammelt. Dann ist wenigstens nichts verschütt gegangen. Nee, das. Aber sowas Ähnliches ist mir eben auch passiert, als ich das andere Ding gegessen habe, dass ich dann einfach kurz vor tot war. Das ist. Da muss man echt übelst aufpassen. Ist aber leider so. So, Blümchen hatte ich jetzt hier in die Kiste, glaube ich, getan. Blümchen, Blümchen. Das Blümchen. Haha. Das sollte eigentlich hier irgendwo sein. Achso, ich muss Das hier außen noch rumlaufen. eins. Verstehe, Also ich bin auf theoretisch dem. müsstest du dich da wiederbeleben können, weil diese Wiederbelebungs-Items oder diese Schreine sind ja eigentlich dafür da, dass du dich explizit da dann wiederbelebst, aber du müsstest es eigentlich auch können in der Mehrspielerpartie direkt so, theoretisch. Ich brauche 12 Blumen, verdammt! Mist!
Also bei dem Portal kann ich nichts machen. Okay, so ganz und gar nichts. Ja, sie sagt nur. Mist, ich kann das Feuer nicht wieder anmachen. Komm schon, Tag. Los, meine Fackel ist gleich kaputt. Seh nichts. Ansonsten suchen wir uns halt gleich kurz eine Stelle mit einer Spinne. Entschuldigung, Menü. Jetzt. Hat geholfen. Also, du bist jetzt wieder wahrscheinlich auf dem Weg hierhin zurück. Nein. Also, als Geist, ja, aber nicht lebendig. Oh. Ich werde mir in der Zeit mal noch ein bisschen die Stellen angucken, wo ich noch nicht war. Vielleicht finde ich da auch irgendwie noch etwas. Ich suche gerade mal auf der Karte, ob ich noch einen Punkt habe, wo diese Spinnensacherei da unten. Das ist nicht weit weg. Ich schau mal, ob ich da unten ein. Wie nennt sich das? Spinnenei? Spinnendrüse muss ich holen. Das klingt eklig. Ja, aber die Happy Sunshine Crew. Moment, da oben war doch noch eine Blume. Nein, war es nicht. Sah nur so aus. Die Happy Sunshine Crew wird das schon hinkriegen. Happy Sunshine Crew, das ist die Happy Sunshine Crew. Ich dachte mir schon, dass dir der Name gefällt. Ja, natürlich gefällt er mir, wie es ist, hätte er mir nicht gefallen. So, ich habe gerade mal meine Blumenkrone erneuert. Oh, ich habe auch ein Spinnending gefunden. Muss ich hier einmal drumrum rennen oder kann ich hier einfach durch? Das gilt es jetzt rauszufinden in der abenteuerlichen Folge von Happy Sunshine Crew. Die Happy Sunshine Crew ist wieder auf einer gefährlichen Mission. Mit ihrem Hund Bobo sind sie auf der Suche nach einer Spinnendrüse. Oh, ich habe einen Kackhaufen gefunden. Sehr schön. Merke dir die Stelle auf der Karte. Und wir gehen dann später mal hin und sammeln ihn ein, weil der dürfte nicht despawnen. So, Spinny. Ist ziemlich exakt nordöstlich von dem Schweinekönig. Das ist gut. Hier ist ein Grab. Das werde ich jetzt nicht drauf anlegen. Und hier ist Spinny. Gute. Ich habe eine Spinnendrüse getroppt bekommen. Ich kann dich wiederbeleben. Way. Meine geisterliche Freude ist unermesslich. Wieso kann ich eigentlich nicht? So, überleben. Ich brauche Stroh. Das habe ich jetzt natürlich blöderweise nicht dabei. Und 40 Lebenspunkte, die habe ich aber. Die kann ich auch dann wieder herstellen. Das ist, kann ich heilen. Kommst du nochmal zum Schweinekönig dann? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Gut, dann müssen wir diese Runde nicht resetten, auch wenn die Karte ein bisschen bescheuert ist. Aber das werden wir jetzt durchziehen. Warte mal, Schweinekönig war da hinten. Den Weg entlang. Aber vorher muss ich oben nochmal zu der Wissenschaftsmaschine und mir aus der Kiste den Strohkram holen, sonst kann ich das Item nicht craften. Das war hier, genau. Das Schöne ist auch, jede von den Wissenschaftsmaschinen wird auf der Karte markiert. Das heißt, so kann man sich in etwa seine Basen auch markieren. Tatsächlich? Tatsächlich. Yep. Sehr praktisch. Oh, es wird schon wieder Abend. Ich habe 2 Spinnendrüsen gekriegt. Ui. Ich muss gerade mal eine zweite Kiste machen. Lass mich gerade noch mal kurz Holz hacken. Oh, jetzt sehe ich dich auf der Karte.
Ach so, weil du da direkt in der Ecke stehst. Also das sollten wir gleich hinkriegen, dann bist du wieder quietschfidel. Wunderbar. Verdammt, ich brauche noch mehr Bäume. So, und jetzt müsste ich den letzten Holzbalken craften können, genau. Und kann den Stapel kombinieren. Will gerade noch ein bisschen Holz sammeln. Ah, Mann! Wieso packe ich immer das aus außerhalb des Inventars, was ich dann doch brauche? Das ist doch typisch. Ach, wie lustig. Das heißt tatsächlich ein Cat Coon, ein Katzenbär. So, lass mich gerade noch für die Nacht, weil dann kann ich nämlich in der Nacht das Item craften. Und hab dann noch genug, um die Nacht zu überstehen. Moment. So, als großes Finale können wir das dann für die Folge ansehen, weil wir gleich schon, denke ich, wieder am Ende der Folge sind. Ja, ich schwebe in der Zeit ein bisschen über meinem Skelett. Du suchst dich selbst heim. Ja. Gut, was brauchen wir? Überleben. Ich brauche Stroh. Stroh ist in der rechten Truhe. Stroh habe ich dabei. Ich brauche 40 Lebenspunkte. 40 Lebenspunkte habe ich. Ich esse aber trotzdem noch mal ein paar Karotten. Ausnahmsweise. Denn mein Magen ist in den Kniekehlen. Oh nein. Nichts, was eine großartige Portion nicht lösen kann. Ich habe jetzt 85 Lebenspunkte. Ja. Und damit würde ich sagen, überleben, verräterisches Herz. So. Hat geholfen. Gruselig. Ja. Diese Melodie bei der, die spielt, wenn diese Hand kommt, ist irgendwie gruselig. Ja. Aber, tada, du bist doch wieder da. Dankeschön. Ich wollte mir noch mal ein Geschenk holen gerade. Jetzt, wo ich wieder aus Fleisch und Blut bin. Tweet Waistcode. Sehr schön. Gut, aber ich würde sagen, die Folge war zwar sehr unabenteuerlich in gewisser Weise. Aber jetzt laufen wir im Partnerlook rum. Ja, wobei ich ja noch die Strohrüstung drüber habe. Ach so, ja. Ja, ich bin Cheater, ich weiß. Aber wir würden uns jetzt gerade kurz nochmal sortieren und in der nächsten Folge schauen wir uns mal den Kackerhaufen an, den Seleno als Geist gefunden hat. Bis in 2 Wochen wieder. Wie immer, die Bitte, falls es euch interessiert, könnt ihr euch gerne auch den jeweils anderen Kamera-View anschauen auf dem jeweils anderen Channel. Die Links findet ihr dazu in der Beschreibung. Solltet ihr irgendwelche nützlichen Tipps haben oder einfach nur irgendwelche Kommentare zu der Serie, schreibt sie unten in die Kommentare. Wir werden darauf reagieren, das verspreche ich euch. Und Oh ja. ansonsten, leave a like, subscribe to the channel und diesen ganzen anderen Schrott, den ihr auch in jedem anderen Video von allen anderen Leuten jemals auf YouTube gehört habt. Jo. Es hilft trotzdem, glaubt mir. Klickt Oh ja. einfach, es tut euch nicht weh, uns tut es gut. Bis zur nächsten Folge. Bye bye.